you can dream it, you can do it! Beißen und durchziehen, Freunde! Wir sagen dem Schmerz, ich merke dich, aber es interessiert mich nicht. Yes! Möge das Abenteuer beginnen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Partyfreunde. Wir haben 2 Uhr nachts. Are you ready? Worum geht's überhaupt? Und zwar steht ein 55 Kilometer Gebirgsmarsch an in den Dolomiten mit 3000 Höhenmetern. Diese Tour kann man in 3 Tagen machen, in 2 Tagen oder, wenn man richtig einen an der Waffe hat, in 24 Stunden. Viel Spaß mit dem Video. Bommels Lösung für Aufstehen sieht so aus. Junge, der Berg ruft. Bommi, komm und reite mich. Der Berg ruft. Wo denn? 2:02 Uhr. Schlummern, 7 Minuten. Na, das fällt natürlich aus, ne? So, ja, nun nicht. Let's go, der Hase. 2:03 Uhr. Die Ereignisse überschlagen sich. Herr Meinige cremt sich die Füße mit Hirschteig ein. Leute, ich vermute, dass dieses Video vielleicht etwas anders wird als die anderen. Ich bin auf einem Motivationslevel bei ca. 9000. Vielleicht flacht das aber auch im Laufe der Tour ab. Müssen durchziehen. In letzter Sekunde werden hier noch Ultraleitmaßnahmen durchgeführt. Bommel trennt sich von unnötig schweren Etiketten seiner Kleidung. So, 2:17 Uhr. Hier im Hintergrund voll 2,5 Liter dabei. Aktuell noch ein bisschen lange Funktionskleidung an, weil es noch frisch draußen. Bommel ist auch bereit. Und dann werden wir die ersten Stunden erstmal ein bisschen in der Dunkelheit laufen und auf das Sonnenlicht warten. 2:21 Uhr. Bei Bommel macht sich gerade noch mal ein Angstschiss breit. Deswegen ist er jetzt noch mal nach oben, um noch ein bisschen Ballast abzulassen, bevor es losgeht. So, Parkplatz angekommen. Rucksäcke schnappen, ist natürlich noch sehr dunkel, wie ihr auch seht. Startzeit 2:40 Uhr. Möge das Abenteuer beginnen. Freunde, ihr kennt es von den Bergtouren und Wanderungen. Man ist natürlich ständig damit beschäftigt, seine Körpertemperatur auf einem guten Level zu halten. Deswegen Bommel wechselt jetzt seine wärmende Schicht gegen eine winddichte Schicht. Hände frieren noch ein bisschen. Es ist auf jeden Fall noch stockduster und es wird wahrscheinlich noch so 2-3 Stunden dauern, bis das erste Licht kommt. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf einem richtigen kleinen einsamen Pfad angelangt mittlerweile. Sind seit 1,5 Stunden unterwegs. Da unten kommt Bommel um die Ecke. Wir sind gerade dabei, ordentlich Höhenmeter zu schrubben. Ja, die ersten 8 Kilometer geht es eigentlich erstmal nur Naufi auf über 2000. Schritt für Schritt kämpfen wir uns voran. Die Aufnahme ist für euch komplett dunkel, ihr seht einfach gar nichts. Aber dort hinten, diese hellen Flecken, das ist ganz, ganz langsam die Sonne, die anfängt zu dämmern. So, Freunde, hier ist die Übersichtskarte. Hier sind wir gestartet, sind jetzt an der Putzalm auf 1743 Meter. Hier ist auch die allererste Wasserstelle eingezeichnet und die nächste kommt erst hier hinten. Hier nochmal der Blick aufs Höhenprofil, hier sind wir gestartet. Haben schon einen kleinen Anstieg hinter uns, müssen jetzt nochmal schön hoch. Dann geht es oben kraxelig weiter. Also nochmal Wasserreserven auffüllen. Hier ist der Brunnen. Und wir haben jetzt genau 2 Stunden dafür gebraucht. Bommel, aktueller Gemütszustand? Ja. Okay, gut. So, kleine Magnesiumtablette hier. Für einen Elektrolytehaushalt. Heißt das überhaupt so? Oder ist das Bullshit, was ich erzähle? Ich habe nämlich hier vorne drin noch 2 0,5er Flaschen. Aber ich habe mir sowieso überlegt, wenn wir mit der Tour durch sind,
ein kleines Ausrüstungs- und Erfahrungsbericht-Video zu machen. Ja, damit wir euch mal zeigen, okay, was hatten wir eigentlich mit, was hat funktioniert, was war kacke. Ja, damit ihr quasi aus den Fehlern lernen könnt. Jetzt gönne ich mir noch einen kleinen Y-Food-Frühstücksriegel. Und dann geht's auf die nächsten Höhenmeter. Du knallst dir gerade hier irgendwie so einen Zuckerfruchtmix rein, oder was? Ein Fruchtriegel, ja. Ist das geil? Ist das scheiße? Das ist zuckersüß einfach nur. Schaut mal, es wird langsam hell. Krisselt natürlich bei euch jetzt wie Sau. Wir steigen jetzt weiter auf. Oben hängen anscheinend richtig die Wolken drin. Aber ich denke, in ein paar Stunden, wenn es hell ist, sind die Wolken komplett weg. Moo. Alles klar, Jungs? Kleiner Funfact am Rande. RTL Explosiv hatte mich für ein Interview angefragt zum Thema Kuhangriff. Habe ich abgelehnt. 5.17 Uhr. Ja, wir kommen langsam in das Gebiet, wo die Bäume weniger werden. Dort oben hängen auch richtig die Wolken drin. Da gehen wir jetzt rein. Kopflampen sind weggepackt. So langsam erwacht der Tag. Ich glaube, ich traue meinen Augen kaum. Dort vorne ist tatsächlich Schnee. Ja, gut. Da ist überall Schnee. Ja. Nee, herrlich. Bommel, hast du die Skier mit? Ja, die Stöcke zumindest. Ich habe gerade schon zu Bommel gesagt, als die Kamera aus war, wir sind geboren für sowas. Wir haben das alpine Blut haben wir in uns. Bommels Antwort war... Genau. Sieht aus wie ein Flussbett hier. Wir sind in den Wolken. Ich sehe es jetzt erst auf der Kamera. Schnee, meine Freunde. Wir haben Schnee. Die Wolken werden hier immer dichter. Sichtfeld wird weniger. Aber man erkennt den Weg noch. Also alles gut. Wir sind mittlerweile über der Baumgrenze hier. Kann den Weg aber entspannt sehen. Ist ja mittlerweile hell. Schön. Freunde, wir sind jetzt hier oben auf dem Sattel. Hier pfeift's richtig, Alter. Lecco mio. Dort oben ist unser erster Checkpoint. Einer von dreien. Unsere erste, ich sage mal, Stempellochstelle. Ja, da sehe ich schon die Zange, Freunde. Oh, es ist kalt. Gänsehaut. Ein magischer Moment. If you can dream it, you can do it. Ah! Seht ihr dieses glückliche Gesicht? Ja! Sternchen Nummer 1. Checkpoint Number Uno. Wenn ihr jetzt glaubt, wir haben ca. ein Drittel geschafft. Nee. Das ist nicht mal andersweise. So, hier ein bisschen bergab am runtertippeln, weil ich bin nämlich ohne Stöcke unterwegs. Da drüben zieht es gerade langsam auf. Dort oben das erste Mal blauer Himmel. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Alter, guck mal da oben. Holy moly. Geil, Freunde. Guckt euch das an. Sieht das fett aus. Freunde, das allererste Mal Sonnenschein, seitdem wir unterwegs sind. Da hinten kommt sie durch. Die Kühe lassen sich sehr gut gehen. Und wir natürlich auch. Oh, herrlich. Das ist wie aus einem Bilderbuch, wenn du das sehen könntest. Das ist der Wahnsinn hier. Du musst hasseln von der Zugspitze weg. Du musst hasseln to the Mount Everest. So, wir sind jetzt gerade bei so einer kleinen Schotterfeldquerung. Da muss man natürlich aufpassen. Von oben kommt dann immer das Geröll runter. Und da ist halt auch mal schnell der Weg weg. Aber es ist hier jetzt noch nicht so steil. Aber kartentechnisch sind 1-2 Kilometer in die Richtung die ersten Gefahrenstellen mit Absturzgefahr eingezeichnet.
Aber kriegen wir alles hin. Schön mit Bedacht und mit Konzentration. Na Freunde, das ist jetzt halt eine Passage, wo man richtig schön mit Bedacht gehen muss, weil der Boden sehr, sehr locker ist. Aber Bommel meistert das souverän. Dass hier so Steine runterkommen, ist übrigens völlig normal. Wir haben hier eine kleine Mini-Schneefeldklärung. Was auf jeden Fall ganz witzig ist, hier sind keine Fußspuren. Also ich weiß nicht, wann hier mal wer drüber ist, aber hier geht ja ein ganz normaler Weg rüber. Sieht man ja. Da sind wir in unseren Gefilden angekommen, Bommel. So wie wir es lieben, so wie wir es wollten. Hast du es gesehen? Freunde, ich wollte gerade eine Stufe reinmachen. Ja gut. Geil. Ich liebe es. Wir machen uns hier einen eigenen Weg. Generell den Weg, den wir laufen, der ist sehr, sehr wenig begangen. Wir haben das vorher auch mit dem Bergführer alles durchgesprochen. Der hat uns auch die Gefahrenstellen gezeigt und so weiter. Hier ist nicht viel los. Hier ist man sehr, sehr einsam unterwegs. Aber genau das, finde ich, hat auch den Reiz. Wir haben bisher nicht eine andere Person gesehen. Und da im Schneefeld hat man es ja auch gesehen, dass hier, weiß ich nicht eine Fußspur war. Das hat jetzt einen Punkt, wenn man hier abrutscht, ist halt Feierabend da unten. Ne? Das ist halt nicht ganz so gut. Und dadurch, dass gerade in so einem Gebiet halt durch Regenfälle und sowas immer wieder auch ordentlich was runterkommt, muss man hier aufpassen. Hier zum Beispiel auch ein bisschen tricky die Stelle. Ich mache Bommel hier einen kleinen Tritt. Und hier kommt man besser rüber. Sehr gut. Gefahrenstelle Nummer 1, Schotterfeldquerung, überlebt. Knapp, aber überlebt. Knapp, vor allem. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, wie das auf der Kamera so rüberkommt, aber manche Stellen sind da echt tricky. Alter. Was denn? Ich habe gerade geschissen, ja. Das ist doch wichtig. Und vor allem ist es sehr wichtig für den Hintermann. Oh, es ist so malerisch, Leute. Könnt ihr das fühlen? Schreibt es in die Kommentare. Das ist ein Traum. Also es ist wirklich landschaftlich bisher das absolute Highlight hier. Guckt euch das an. Verliebt! Hier sieht man nochmal sehr gut den Weg, den wir gelaufen sind. Da unten war die Hütte, dann hinter dem Berg und dort oben sind wir rausgekommen und haben quasi unseren ersten Checkpoint abgestempelt. Was kommt hier zum Vorschein, Freunde? Eieieiei. Alter. Krass. Holy moly. Geil. Nur so als kleiner Vorgeschmack. Da laufen wir noch komplett rüber. Freunde, ein magischer Moment. Schaut mal. Das ist ein Edelweiß. Tragen das nicht die Gebirgsjäger irgendwie als Wappen oder so? Ja. Habe ich auch noch nie live gesehen. Ja, das lassen wir ja schön behütet stehen natürlich. Ja auch, guck mal. Oder? Klar. Ja. Geil. Das ist ein Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind auf dem richtigen Pfad. Auf dem Pfad der Erleuchtung. Schön. Ich weiß gar nicht, ob er eigentlich schon so richtig meinen schönen Rucksack hier gesehen habt. Habe ich mir extra für die Tour geholt zum Ausprobieren. Das ist halt so ein Trailrunning-Rucksack, 15 Liter. Aber werde ich im Ausrüstungsvideo nochmal in Ruhe zeigen, was ich da wie drin habe. Bisher auf jeden Fall richtig geil. Da vorne warten jetzt so Holztreppen auf uns. Na dann, let's go. Okay, hier oben kommen jetzt noch so Einzelstufen. Da warten nochmal die nächsten Treppen auf uns. Und dann geht's hier wieder eine schöne Schotterfeldquerung bis da oben. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist nicht ganz so original. Das sind also diese typischen Stellen, wo dann von oben Geröll runterkommt, dann ist der ganze Weg voll und hat die ganze Treppe hier auch ein bisschen schräg mitgerissen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Ja, hier muss man auch so ein bisschen leichtes Freikraxeln, sage ich mal. Zick. Und dann seht ihr, dass das Ganze ein bisschen schräg ist. Ein bisschen abgesackt. Was sagt das Kniebommel? Auf einer Skala von 1 bis 10. 7. Was, Schmerz? 7? Mhm. Bist du irre? Ja. 7 ist Abbruch. Nee, 7 ist noch nicht Abbruch. Na, 10 ist tot. 9 ist Krankenhaus. Hä?
8 ist, ich kann nicht mehr weitergehen. Und du bist bei 7. Ja gut, das müssen wir mal beobachten. Wa? Wir wollen natürlich auch keine Langzeitschäden verursachen. Ne? Bommel, muss ich jetzt erstmal kurz hier eine kleine Schmerztablette reinziehen. Ich vermute mal, Knieskala ist auf 8 erhöht worden. Mhm. Ihr müsst halt auch einen Daumen nach oben da lassen, damit Bommel hier durchzieht. Naja, wir gehen auf jeden Fall gleich weiter. Denn dort hinten kommt irgendwo eine Alm. Und da müssen wir langsam mal was essen, weil ich bin der Meinung, wir sind seit über 6 Stunden unterwegs. Trotz Doping ist hier jetzt Ende. Und genau, Bommels Knie macht das Ganze leider nicht mehr mit. Trotz Schmerztablette ist es gerade auf einer 9 von 10. Und realistisch das, was jetzt alles noch ansteht, naja, es ist noch nicht mal richtig die Hälfte. Von daher macht es keinen Sinn. Und hier ist gerade die eigentlich einzige Möglichkeit, überhaupt aus der Route auszusteigen. Deswegen lassen wir jetzt Vernunft walten. Leider. Ich sag, wir sehen uns hoffentlich heil im Ziel. Und ich werde mich jetzt richtig schön zerstören, Leute. Ja, Freunde, ihr habt es mitbekommen. Bomb ist an der Stelle jetzt raus. Ich bin immer noch übermotiviert, muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwie jetzt überheblich werde. Ach Freunde, schön. Ich habe mich gerade erstmal verlaufen. Ich stand dann einfach mitten auf so einer Wiese mit einem Haufen Kühen. Das ist natürlich alles komplett wild. Aber irgendwie muss da unten der, ich sehe ihn schon, der eigentliche Track sein, wo ich rauf muss. Bei so einer Tour verlaufen, optimal. Ihr seht schon leicht da vorne den Weg lang schlängeln. Da geht es für mich hoch. Ich vermute mal dann hinten dazwischen lang. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. So ein Funktionsschlauchschaltuch einfach mal in Wasser trinken. Am besten eiskaltes Bergwasser und sich über den Kopf legen. Gold wert. Ich habe sie gerade plätschern gehört. Und rauf auf den Kopf. Oh, ja, ja, ja. So ist das Gold. Das ist wie ein Motor. Ja? Die haben nicht so umsonst einen Kühler, der richtig hochdreht, der pfeift, damit die Engine wieder ein bisschen nicht überhitzt. Wieder eine neue Kante, über die ich gehe und den Blick mit euch gemeinsam neu erkunde. Leck mich in die Fresse, ich schissen. Ist das krank. Alter, hier ist kein Baum mehr, hier ist nichts außer Stein und Hitze. Aber wie habe ich es schon zu Beginn meines Kanals gepredigt, life begins at the end of your comfort zone. Auch wenn es ultra anstrengend ist, ist diese Landschaft und diese Tour bisher einfach ein absolutes Highlight. Für viele vielleicht nicht nachvollziehbar, aber für mich absolute Glücksgefühle gerade. Mal wieder an die Grenzen zu gehen, sich mal wieder richtig auszulassen und vielleicht auch ein paar Grenzen zu überschreiten. Ich habe seit dem Aufstehen heute Morgen bis jetzt ungefähr 4,5 Liter getrunken. Da kommen noch ein paar dazu. So, wieder ein kleiner Überblick, was vor mir liegt. Ihr seht, hier ist der Track und der schlängelt sich hier drüben rum. Und ich muss euch sagen, nachdem ich die Survival-Serie ja, von Bundeswehr Exclusive auf dem Live-Kanal mir angeguckt habe und darauf reagiert habe, weiß ich nicht, da sehe ich die Welt irgendwie anders. Das klingt total dumm. Aber wenn ihr euch das mit reingezogen habt, was die Jungs da durchgemacht haben, ja, Abschlussübung, 48 Stunden Hölle, 70 Kilometer Marsch, nichts zu essen, Hungerwoche und so weiter, da denke ich mir immer, das, was ich hier mache, ist Kinderkacke. Das ist ein Witz. Also Arschbacken zusammenkneifen und durchziehen. Wenn man jetzt an so einer Stelle hier einen falschen Schritt macht und irgendwie da reinrutscht, dann bist du halt tot, ne? Machen wir uns nichts vor. So, Freunde, hier sehen wir das Ganze nochmal. Hier schön da langschlängeln, hier oben rüber und dann, ja, da erkenne ich es nicht so ganz, wo es genau lang geht. Alter, alles ausnutzen. Alles ausnutzen, was ihr findet. Life begins at the end of your comfort zone. Von beiden Seiten drauf, bisschen dezent gehalten, schwarz-grau. Richtig geil. Also wer Bock drauf hat, einfach mal in die Videobeschreibung gehen. Da findet ihr meinen Shop verlinkt. Und dann seid ihr bestens vorbereitet. Man muss für seine Touren auch ein bisschen verrückt sein. Ein bisschen durch mit dem Leben. Einen kleinen psychischen Schaden haben. Es gibt jetzt hier eine improvisierte Umleitung, auf der ich gerade laufe, weil der eigentliche Track geht da oben lang. Aber schaut mal,
da ist ein riesen Geröllfeld und das ist alles noch hell. Auch hier, da seht ihr die ganzen hellen Steine. Ich glaube, das ist, wenn ich mich recht erinnere, hat der Bergführer gesagt, dass es letztes Jahr im September runtergekommen ist. Und deswegen gibt es wahrscheinlich jetzt hier eine kleine Umleitung, um dieses Schotterfeld zu umgehen. Also nochmal ein bisschen absteigen, wieder aufsteigen. Ein paar Zusatzkilometer, ein paar Zusatzhöhenmeter, ne? Wollen ja auch ein bisschen gefordert werden hier. Soll ja auch nicht langweilig werden. So, kurzes Update. Ich bin jetzt hier auf der Rossalm. Wir haben kurz nach 12 Uhr. Hier ist Bommel ausgestiegen, also die Strecke habe ich jetzt schön durchgeknallt. Hier ist der nächste Checkpoint, ja, Ofenscharte. Da habe ich vom Bergführer die Info bekommen, dass ich dort spätestens 16 Uhr sein muss, weil es sonst zu dunkel wird. Und hier ist nochmal eine andere Deadline, 17 Uhr, damit ich hier durch dieses letzte Gefahrengebiet durchkomme. Weil der letzte Bereich hier, den kann ich auch entspannt noch im Dunkeln laufen. Sieht also aktuell zeitlich sehr gut aus. Irgendwie Überreste von einem Tankpanzer oder so. Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg liegen hier oben rum. Achso, zur Abwechslung geht es übrigens mal wieder nach oben. Ich muss sagen, man kommt immer wieder an so Brunnen vorbei oder auch an kleinen Bächen. Okay, hier kommt jetzt gerade nichts mehr raus. Also das Wasser würde ich zum Beispiel nicht zum Trinken nehmen. Aber wenn man sich jetzt mal das Tuch nass machen will oder so, geht das auf jeden Fall. Also bisher gab es auf der Tour immer genug Möglichkeiten, sein Wasser aufzufüllen. Ja, ich bin gerade in so einer Art Hochplateau. Ihr hört es vielleicht noch ein bisschen. Der Wind pfeift ganz schön. Wir haben auf die Minute genau 12.40 Uhr, also 10 Stunden unterwegs. Aber aktueller Zwischenstand, mir geht's gut, ich bin motiviert und wir ziehen das Ding durch. Kleine Schneefeldpassage hier. Jetzt kommt nochmal ein ordentlicher Aufstieg zur zweiten Stempelstelle. Du musst diesen Zustand einfach annehmen, Zähne zusammenbeißen. Dich Schritt für Schritt für Schritt nach oben kämpfen. Da ist das Zeichen, nach dem ich suche. Das Zeichen für Ruhm und Ehre. Freunde, ein magischer Moment. Yes! Ich bin ja genau bei diesem Checkpoint jetzt gerade gewesen. Da bin ich gestartet, ne? Hier rum, brrm. Hier, der rote Checkpoint, war das gerade 16 Uhr, war die Deadline. Ich bin jetzt bei 13.40 Uhr, also genau 11 Stunden unterwegs. Also die nächste Deadline mit 17 Uhr sollten wir auf jeden Fall auch schaffen. Aber ich werde jetzt hier nochmal Wasser auffüllen, weil hier sieht es jetzt sehr mau aus. Erst hier unten irgendwann vielleicht wieder. Und höhenprofilmäßig bin ich jetzt mittlerweile hier. Das heißt, geht es nochmal kurz runter und dann geht es eigentlich auf den letzten großen Anstieg hier auf 2500 Meter hoch. Ich hätte mir gerade noch schnell eine Kleinigkeit gegessen, Wasser aufgefüllt. Und jetzt geht's hier vorne wieder lang. Ich glaube, da muss ich aber schon den Abzweig nehmen und da hinten irgendwie runter und da hinten dann hoch. Was mir sofort auffällt ist, wenn ich zu lange Pause mache, also ich war jetzt vielleicht 10, 12 Minuten da, dann fährt der Körper halt runter. Also generell, ich habe die erste Pause mit Bommel war 30 Minuten, meine zweite Pause alleine war 20 Minuten und die war jetzt glaube ich so 12 Minuten. Also ich versuche so gut wie gar keine Pause zu machen. Auch beim Laufen mache ich nie irgendwie mal so einen 5 Minuten Halt. Ja, maximal stelle ich mich hin, trinke zwei Schluck und gehe dann weiter oder so. Aber ich will nicht, dass der Körper runterfährt. Das darf er erst, wenn wir am Ziel sind. Guckt euch einfach diesen mächtigen Berg an. Das sind so riesige Platten irgendwie. Ich hatte gerade übrigens ganz kurz Empfang und habe Bommel einen Standort durchgegeben, dass der halt auch Bescheid weiß, wie ich so in der Zeit liege und ob alles gut ist. Und er hat nur geschrieben, er liegt gerade zitternd im Hotelbett. Schöne Grüße. So, ich bin jetzt 12 Stunden unterwegs und jetzt fängt es an, schmerzhaft zu werden. Also jetzt fange ich quasi an, in den Schmerz reinzulaufen. Ja, der Kopf ist quasi eigentlich schon im Ziel. Jetzt müssen wir noch den räudigen Kadaver da irgendwie hinkriegen. Den Schmerz einfach akzeptieren und reinlaufen. Es ist halt eine Überlastung vom Körper. Die Beine fühlen sich halt extrem schwer an, wie so Betonbeine. Ja, die Füße sind völlig am Puckern. Mittlerweile natürlich auch die Schultern, ja, Rücken, alles mögliche, Nacken ein bisschen. Im Endeffekt ist der ganze Körper einfach überlastet in dem Moment.
Und ich glaube, genau da oben muss ich durch. Hey, schön es, schön es. Oh, ich liebe es. So langsam werde ich ein bisschen wackelig auf dem Bein. Geht der Beton in Pudding über in mein Bein. Nee, schön. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Wo geht denn das hier lang? Wo muss ich denn hier lang? Mit dem Schlitten da runter, oder? Scheiße. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier schon wieder gelandet? Le dalla sedrasse lago e plane mareo sanctil silviglio. Für diodera senes mund de senes. Ne, schön, Freunde. Ich habe jetzt gerade das GPS nochmal gecheckt. Von da unten komme ich ja. Ich dachte, man kommt jetzt irgendwie über einen Grat und da hinten ist dann ein schöner Abstieg. Aber ich muss da runter. Also da. Irgendwie. Ja, ich muss da jetzt runter. Nee, schön. Haha, geil. Hab ich Bock drauf. Sieht auch nach einem richtig guten offiziellen Wanderweg aus. Naja, dann packen wir es mal, wa? Also ich bin jetzt hier auf dem richtigen Track. Aber der hat es echt in sich. Es ist quasi... Es geht quasi ein Schotterfeld runter. Ihr seht, da oben stand ich gerade bei dem Schneegel. Und hier ist so eine Querung halb im Flussbett drin. Ich finde ohne Stöcke irgendwie besser. Dort oben aus der Ecke bin ich runter. Zack, zack. Und jetzt bin ich hier. Und ich muss, glaube ich, noch 1000 Höhenmeter runter. Nachher. Das wird schmerzhaft. Wir atmen den Schmerz weg. Wir sagen dem Schmerz, okay, wir wissen, dass du da bist. Ich merke dich. Aber es interessiert mich nicht. Schotterfeld. Querung. Oh, ich versuche gerade nur noch zu funktionieren. Nur noch Schritt, Schritt, Schritt. Fuck. Guckt euch das an. Endlich Schatten. Ich mache kurz 5 bis 10 Minuten Pause. Sonst falle ich gleich um, Alter. Alter. Aber ich sage euch eins. Bei dieser Tour habe ich bisher mir nicht eine Sekunde gedacht, warum tue ich mir das an. Klar quäle ich mich hier, aber ich habe Bock drauf, mal wieder ans Limit zu gehen. Naja, wenigstens habe ich bei meiner Pause einen schönen Ausblick. Ach, schön. Herrlich. Da oben ist er. Stempel Nummer 3. Kurzes Update, Freunde. Ich habe mir jetzt gesagt, nach dem letzten Stempel, ja, gönne ich mir jetzt quasi Musik. Deswegen filme ich gerade aktuell nicht ganz so viel. Ich habe jetzt gut schon Höhenmeter runter gemacht. Bin hier gerade auf so einer Schotterstraße neben mir ein Bach. Hab ordentlich was vor mir. Aber mit Musik im Ohr ist das wieder eine ganz andere Motivationssache. Von daher beißen und durchziehen, Freunde. Ein kleiner Arsch ist schnell geleckt. Zumindest ist es flach, aber es zieht sich. Ich sehe wahrscheinlich mittlerweile völlig zerstört aus. Fühle ich mich auch. Ich schätze mal, so 2,5 Stunden brauche ich noch. Ich bin im Zombie-Mode. Ich bin eigentlich nicht mehr anwesend. Ich schleppe meinen leblosen Körper eigentlich nur einen Schritt auf den nächsten. Ich bin jetzt übrigens knapp 16 Stunden unterwegs. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure längste Tour war. Egal jetzt ob Kilometer, Höhenmeter, Laufzeit, whatever. Würdet ihr euch quälen? Würdet ihr das tun hier? Würdet ihr das machen? Hättet ihr da Bock drauf? Oder eher nicht? Ich bin endlich bei dem See angekommen. Hier ist irgendwie so eine Brücke. Aber fließt aktuell kein Wasser. Jetzt sind wir hier quasi am See und müssen noch genau bis hier hin. Das ist, glaube ich, halt das Stück hier ungefähr. Aber sind noch ein paar Kilometerchen. Das ist schon eine kleine Idylle hier. Sieht schon echt schön aus. Die letzten 5 Kilometer. Eine Stunde noch. Ich finde keine Worte aktuell.
Freunde, da vorne ist der Parkplatz. 17 Stunden und 20 Minuten. 55 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das fällt mir dazu da ist das Ding durch. So, wir gehen jetzt erstmal kurz chillen. Bis später. Freunde, 3 Tage später. Ich bin wieder zu Hause. Hier ist meine Stowman-Trophäe in Gold, die natürlich in meinem Streaming-Zimmer einen schönen Ehrenplatz finden wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser ja, sehr, sehr anstrengenden, herausfordernden Tour. Wenn ja, Daumen nach oben für mehr Abenteuer. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.